Ich war mir ja bei der ersten Challenge gar nicht mehr ganz sicher, zu welchem Level jetzt eigentlich die zweite Challenge stattfinden wird. Aber ich habe nochmal im ersten Part hier von Crash 2 nachgeschaut. Es war nämlich zu Hang-8, deswegen spielen wir jetzt das dann und werden dann dort hoffentlich auch recht schnell das Platin-Relikt erhalten. Wie gesagt, ich muss mir da echt merken, dass ich immer vor den Challenges nachgucke, was wir im entsprechenden Let's Play-Part für zwei Level gemeinsam gespielt haben, weil das ist für mich halt jetzt doch schon ein bisschen her, weil ich schon das ganze Let's Play aufgenommen habe, hier von Crash 2. Und deswegen muss man da immer nochmal nachgucken, weil ich mir das nicht alles gemerkt habe, die exakte Reihenfolge, weil ich ja zwischendurch auch so ein paar Mal Sachen gemacht habe, die ich mir nicht so exakt notiert habe. Aber na gut, auf jeden Fall legen wir es dann mal los. Und wir werden wieder schön hier entlang spurten mit unserer, das war knapp übrigens, mit unserer neuen Fähigkeit, die man eben nach dem, nach Abschluss der Story dann bekommt. Und hier kann man auch durch Rennen oder auch durch hohe Sprünge wirklich einiges abkürzen, wie wir hier schon sehen konnten. Da kann man dann echt damit ganz gut abgeben. Aber ich habe trotzdem jetzt da schon am Anfang ein paar Fehler gemacht, die man noch um einiges, oder ein paar Stellen könnte man auf jeden Fall noch um einiges schneller machen. Aber es ist trotzdem ganz okay, was ich bisher so anstelle, würde ich mal behaupten. Aber es wird platt, das war knapp, ich wurde trotzdem getroffen. Echt jetzt? Obwohl ich schon so weit weg war? Okay, na gut. Ob es für Platin jetzt noch reicht, das weiß ich. Das ist sehr riskant, was ich hier tue. Oh Gott. Ob es für Platin noch reicht, weiß ich nicht. Weil ich habe hier mal am Anfang ein paar Fehler gemacht. Aber hier jetzt in diesem Teil, bei dem Mittelteil gerade eben, habe ich, glaube ich, ein bisschen was rausholen können. Weil das habe ich jetzt ziemlich schnell gemacht, finde ich. Aber schauen wir einfach mal. Und das Level ist ja auch wirklich gar nicht lang. Da vorne ist er schon vorbei. Also das kann man dann gleich schon direkt herausfinden. Es werden aber noch später einige Level kommen, die doch um einiges länger sind als das hier. Und da wird es dann natürlich noch um einiges schwieriger werden. Und? Okay, immerhin Gold. Also, das habe ich aber auch erwartet. Also, wenn das jetzt Saphir gewesen wäre, wäre ich dann doch etwas geschockt gewesen. Muss ich zugeben, weil das schon relativ gut war. Der Anfang war eben etwas fehlerhaft. Aber der Mittelteil war dafür halt sehr schnell, finde ich. Also, so arg weit unter meiner Zeit wird Platin, glaube ich, nicht liegen. Das darf es auch nicht. Weil ich da jetzt nicht mehr so viel Zeit rausholen kann, glaube ich. So, aber Crash freut sich wieder erstmal, wie immer. Ah, das kann ich auch abbrechen. Ich wusste gar nicht, dass ich das abbrechen kann überhaupt. Okay, gut. Auf jeden Fall. Nehme ich mir kurz gucken, was die Zielzeit ist. Genau, 57,78 hatte ich. Und wir hätten 56,24 gebraucht. Also 1,5 Sekunden ungefähr schneller. Okay, das ist machbar. Liegt relativ knapp unter unserer Zeit. Also das können wir, glaube ich, hinkriegen. Okay. So, ich muss eben vor allem versuchen, den Anfang etwas besser zu machen als gerade eben. Mal schauen. So, also ich will am besten hier gleich oben drauf landen. Ja, genau. Habe ich mir jetzt allein dadurch schon ein bisschen Zeit rausgeholt. Hier will ich auch schneller machen. Nämlich so. Und ich glaube, ich habe sogar jetzt schon 1,5 Sekunden rausgeholt, würde ich fast sagen. Und wenn ich jetzt dann halt gleich den Mittelteil genauso mache wie gerade eben, dann dürfte schon passen. Aber ich habe den Mittelteil halt gerade eben relativ crazy gemacht. Und ob ich das jetzt nochmal so machen will oder überhaupt schaffe, weiß ich nicht genau. Schauen wir einfach mal. So. Immer schon entlang rennen und da auch am besten gleich hier nach oben. Okay. Das war auch riskant, aber hat funktioniert. Sondern hier rüber und dann gleich. Nein, jetzt habe ich den Sprung nicht geschafft. Schade. Sehr ärgerlich. Sehr, sehr ärgerlich. Okay, dann nochmal. Aber wenn mir der Sprung auch noch gelingen würde oder jetzt gelungen wäre, gerade eben in dem Versuch, dann hätte es, glaube ich, schon klappen können, weil ich halt den Anfang auch ziemlich gut gemacht habe. Aber jetzt auch wieder. Also eigentlich dürfte es, glaube ich, dürfen wir das relativ schnell hinbekommen, da noch diese 1,5 Sekunden ungefähr rauszuholen. Weil eben, das war aber schlecht, weil eben das Level auch wirklich relativ kurz und auch relativ einfach ist. Und deswegen sollten wir das, glaube ich, echt relativ schnell dann gebacken kriegen. Mal schauen. So, ich will es am besten so machen wie gerade eben. Also hier gleich direkt nach oben. Das ist nämlich ganz gut, finde ich, genau. Und dann, aber jetzt den Sprung will ich schaffen. Dann hier landen auf dem und weiter und weiter. Okay, jetzt habe ich den Mittelteil genauso gemacht wie auch im ersten Versuch gerade. Aber den Anfang habe ich halt jetzt hier schneller gemacht als gerade. Und das waren eben schon, würde ich schätzen, 1,5 Sekunden ungefähr. Vielleicht sogar ein bisschen mehr. Aber es war auf jeden Fall nicht weniger als 1,5 Sekunden. Also ich glaube, dass wir jetzt dann gleich das schon haben sollten. So, 56,24 war es, glaube ich. Und ja, da liegen wir sogar deutlich darunter. Also das war kein Problem. Okay. So, wunderbar. Die ersten beiden Challenges liefen schon mal beide ziemlich gut. Haben wir beide in so 5 Minuten ungefähr oder sogar ein bisschen weniger jetzt die zumindest hier hinbekommen. Also das war schon mal echt ganz ordentlich. Aber wie gesagt, es werden noch einige Challenges kommen, die noch, oder wo ich noch sehr, 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 sehr lang brauchen werde für Platin. Wenn ich da an ein paar spätere Level so denke, die ich ja im Let's Play schon abgeschlossen habe. Die aber den Challenges dann nochmal schwieriger werden, weil ich halt das am Stück schaffen muss und auch noch schnell. Also es wird schwierig werden, aber na, mal gucken. So, aber auch die Challenge haben wir gemeistert und dann wird es morgen im Let's Play weitergehen mit zwei weiteren Leveln hier aus der ersten Welt.
Wo ich gerade auch nicht mehr genau weiß, welche ich gespielt habe, aber eigentlich muss es The Pits und auch Crash Dash gewesen sein. Weil Snowgo kann man ja von Anfang an noch nicht abschließen, weil man da noch ein paar andere Sachen erst machen muss. Deswegen, ich glaube, dass es dann die beiden wahrscheinlich sein durften. Ich bin mir aber auch nicht ganz sicher. Wird sich dann morgen im Let's Play schon noch zeigen. Okay, also dann Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao.